Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Weiter geht's. Wir waren ja auf dem Weg zu diesem Auftrag hier. Und ich glaube, das war der letzte Auftrag, den wir da machen müssen. Bevor wir da mit dem Phantom Liberty DLC anfangen können. Oder auch nicht. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall haben wir noch einen Levelausstieg, den wir gleich mal einsetzen könnten. Ich glaube, ich würde auf Intelligenz hier gehen. Und dann mal schauen, was wir hier noch voll machen. Schrotflinten, LMGs und HMGs. Abrissbirne hört sich auch spannend an. Gegner umzurennen. Und die Rutschdistanz erhöhen. Es ist so schwierig. Vielleicht muss ich irgendwann nochmal alles neu machen. Auch spannend über Takten. Wenn du ein Cyberdeck installiert hast, drücke zum Aktivieren E. In diesem Modus kannst du Quick Hacks auch dann benutzen, wenn du nicht genügend Speicherpunkte hast. Aber jeder fehlende Speicherpunkt kostet dich stattdessen 10. Hört sich spannend an. Ich glaube, ich nehme das einfach mal. Und dann mal schauen. So, eigentlich sind wir ja hier. Naja. Egal. B, got a gig for you. One I'd rather not have. Bryce Stone, preacher on TV. His son was brutally murdered. Only way to catch this child killer is to get your hands on the original BD that recorded the whole thing. Yeah, you heard that right, unfortunately. More info attached. Okay. Auftragsart Kleptomanie. Roh BD des Mordes an Bryce Stones Sohn beschaffen. Gebäude nahe Shipyard Way. Details. Mein lieber Freund, der TV-Prediger Bryce Stone, fragt nicht. Die Sache ist kompliziert. Braucht unsere Hilfe. Sein Junge wurde entführt und ein paar Tage später auf brutale Weise ermordet. Das NCPD hat den Fall aus Mangel an Beweisen eingestellt. Bryce wollte die Sache nicht ruhen lassen und konnte die BD-Aufnahme des Mordes an seinem Sohn aufspüren. Aber die Virtue wurde stark geschnitten, sodass sich darauf kaum Hinweise befinden. Wenn es dir gelingt, das Rohmaterial aufzutreiben, könnten wir vielleicht den Mörder identifizieren. Die Virtu wurde von zwei XPD-Tunen, Gottfried und Frederick, in Northside produziert. Ich wette, sie haben noch irgendwo das Original herumliegen, aber nimm dich vor den Maelstromern in Acht, die sie beschützen. Also das Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen, wie deine Arbeit spricht für sich, die sprechen laut und mehr Aufträge sind unterwegs. Okay.
Können wir auch immer der ist? I don't know. Er kommt schon, wenn er will. Okay, ist dead. Zwei Nachrichten, fühlen sich heute Nacht einsam. Bla, Tom Arnold an Olivia Perez. Alter, ich hab so die Schnauze voll. Das glaubst du nicht. Ich will nichts tun. Mann. Gar nichts. Keine Lust, Schädel zu spalten oder auf Partys oder sonst was. Als hätte mir jemand einen Schalter im Kopf umgelegt. Jetzt sitze ich hier mit diesen BD-Losen. Weißt schon, dieses Vater-Sohn-Duo. Der Typ nennt seinen Vater Papa. Glaubst du das? Und frag mich, wozu der ganze Scheiß aufhört. Die schwimmen in Eddies und Tune trotzdem den ganzen Tag snap. What the fuck, Alter? So ist der Container auf einer Seite offen. Habe ich ihn? Sieht so aus. Think you're clever, huh? Eigentlich schon, ja. Hätte ich auch hacken können, wäre besser gewesen. Aber egal. Ja, der kam, glaube ich, von oben. Oder auch nicht. Sind ja low as fuck. Gar nichts mehr drauf. Ja, das wäre besser, das gibt mehr XP. Auf dem Dach ist bestimmt noch irgendwas. Yes. Okay. Interesting. Ah, shit. Naja. Was soll's? Ich gehe nochmal rund, weil da habe ich bestimmt irgendwas übersehen. Weil ich mich hier noch nicht ganz so gut umgeschaut habe. Oh, brother.
Hinten ist noch ein Geschütz. Okay. Cut. Right there. Right before he gets. What do you think? Wir gehen gleich dahin. Wo die anderen sind. Neue Braindance-Veröffentlichungen. Was geht, BD-Verrückte? Habt ihr Bock auf einen echten Emo-Rush? Dann wirft einen Blick auf das Neueste, was der BD-Markt zu bieten hat. Fremdkörper. Der Körper ist alles. Es gibt nichts anderes. Er ist du, aber er ist auch das Werkzeug in deinem Kopf, mit dessen Hilfe du mit der Welt interagierst. Okay, das kennen wir schon. Da geht's nicht raus. Ich glaube, das ist die Wohnung bei den beiden wahrscheinlich. Put out two cuts. Sweat in, sweat out. Hey, good thinking, Papa. Okay, etwas, was ich weiß, die beiden hier werden, glaube ich, gesprochen in der deutschen Synchro von Gronkh und Hand of Blood. Was ziemlich lustig ist, wenn man sich das so vorstellt. Neue Sexy Highs. Okay. Nase verstopft. Rex, Eddie und Gottfried Pearson. Yo, yo, Jum, hab gehört, du hattest Probleme mit dem neuen BD-Sicherheitssystem. Freddy meinte, ihr konntet die alte... Was? Olfaktorische Ebene nicht erreichen. Ich habe herausgefunden, dass das letzte Arasaka-Update schuld ist. Dafür wirst du einen Profi brauchen, der Sicherheitsprotokolle umgeht. Zufälligerweise kenne ich den perfekten Mann für den Job. Hall Cantons. Ruf ihn an, er weiß, was zu tun ist. Wie die Ausstattung, Max Peltier an Gottfried Pearson. Hey Gottfried, ich brauche eine neue Ausstattung zum Tunen von BDs. Was würdest du mir empfehlen? Darf aber nicht zu teuer sein. Hi Max, du willst uns wohl das Geschäft streitig machen, was? Wenn das Zeug nur für dich ist, kann ich dir gern die Geräte ausleihen, die ich nicht mehr benutze. Übrigens, was ist eigentlich mit neuen Aufnahmen? Du hast es echt drauf. Super, ich komme vorbei und hol die Sachen ab. Keine Sorge wegen den Aufnahmen. Ich bin zu weit gekommen. Ich bin zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Speicher kurz. Wakey, wakey, gentlemen. What's happening? Security! Too far away to hear us. Well, let's not do anything rash here. We just tune and sell. We don't scroll. Honest to God. We got can a little family affair going here, huh? People want to buy, so we sell. Business is business. Looking for something in particular? You know, if it wasn't us, there'd be someone else. You want to see something really hardcore? Freddy! We just supply what Night City demands. That's all. XBD of a preacher's little boy. Murdered. Ring any bells? Which preacher? I just got a fresh batch with boys. No clue who their daddies are. I'm gonna need more. Bryce Stone, circuit writer on News 54. Son was Bobby Stone, 12 years old when he died. Are we talking black, white, Chicano? Any identifying marks? Style of execution? Papa? I think I know the one she wants. BD 9430. Preacher's boy, who murdered him? Who gave you the XBD? Nobody gives us anything. They leave dead drops. We just go pick them up. Keeps things secure. For everyone involved. XBD was raw when you got it. Must have noticed something in the background, some kind of clue. Reflection in the mirror. Tattoo. Anything.
Our only concern is with imperfections, not who makes them. Kindly hand it the fuck over. Now! All right, please, just relax. Just take it. Freddy! Ma'am, it's just behind us on the shelf. BD-9430. Wenn ihr mich braucht, geht's prügeln, das wisst ihr. Ihr könnt sterben auf der Stelle. Besser keine Spielchen mit mir. BD-9430. That's it. That's the one. Just take it. Gleich, nachdem ich euch das Geld geklaut habe. Sonst noch was Schönes hier drin? Ein Computer. Ah, das habe ich ja schon gesehen. Nein. Sie haben mir den Bidi gegeben. Und eigentlich können sie ja nichts dafür, dass er tot ist, was da geschehen ist im Bidi. Ich glaube, ich verschone die mal. Ich bin mal so nett. I won't tell anyone you're here. We swear. Ihr habt mich nie gesehen. Tschüss. Ihr habt mich nie gesehen. Nix. Netwatch-Module, $4,000. Bist du? Tejima Fuyo. Ich könnte was anrichten. Scheiße. Nichts könnt ihr mir haben. Schau noch kurz hier unten nach. Und noch auf der anderen Seite. Vielleicht gibt es da noch was. Oder hier draußen. Mal schauen. Aha. Ein bisschen Money. Gut, das war's, glaube ich, hier. Können wir das Auto hier nehmen? Nee. Und das hier. Spawned. Ist offensichtlich auf unserem gespawnt. Manchmal. Okay, wir müssen, glaube ich, nicht. Ah, hinterlege die Aufnahmen. Für das ist halt manchmal doch das halt gut. Wäre cool, wenn die Mod irgendwie solche Sachen anzeigen würde. Oder man das einstellen könnte. Aber gut, ich meine, die Mod macht ja schon sonst schon viel.
Great work, B. Let's hope it helps trace the motherfucker who scrolled the thing. Gig's closed. Vielen Dank, vielen Dank. Und hoffentlich bringt's was hier. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Weil hier irgendwo die Mönche sind. Hey, Jim, go harass someone else. Hast du was Spannendes für uns? Wahrscheinlich nicht. Theoretisch könnten wir noch mehr verkaufen, aber... Oh, 1,4 Millionen. Na gut. Schön. Ich will noch kurz hier hinten ein bisschen mich umschauen in diesem Gebiet. Okay, Mission gibt es hier nicht, oder sie wird uns nichts angezeigt. Also dieser Überfall und hier ein Apartment. Gehen wir gleich mal hin. Ja, auch da. Ich fahre mal hier so ein bisschen rum. Schauen uns die Gegend an. Ja, ich glaube, hier sind... Ja, da. Da ist der Schrein. Dann waren wir also doch schon mal hier. Kann man da hoch? Sorry. Wir müssen das kurz anschauen. Da drüben könnte gut etwas sein. Ich meine, wieso sollte man sonst hier hoch können? Weil die Tür bestimmt nicht aufgeht, ja. Hm. Spannend. Könnte echt was versteckt sein. Aber ich glaube, wir kommen da nicht rüber. Nee, never. Also vielleicht mit Doppelsprung, aber den haben wir ja leider noch. Immer nicht. Wollte ich eigentlich in dieser Zwischenzeit mal angehen. Aber ich hab's vergessen. I'm sorry. Du bist gerettet. Von hier nicht drei. Ach so, hier. Du bist gerettet, hau ab. Solange du noch kannst. Geht's auch wieder hoch? Hier gibt's bestimmt ein paar Dinge, die man finden kann. Autsch. Einfach selber XPDs, du ihr Bastard. The NCPD coordinated
of an industrial warehouse in Northside after receiving an anonymous tip leading to police finding 5 dead suspected Maelstrom gang members and arresting a further 7. Several hundred copies of highly illegal XPDs and tens of hours of raw material were seized, and a task force was set up to lead the investigation into this abhorrent crime. We at N54 hope that the culprits of these operation are swiftly dealt justice. Das waren jetzt Infos zu unserem kleinen Besuch in diesem XPD-Studio. Ich kann mir doch sagen, dass nichts in diesem Container drin ist. Irgendwo ist doch sicher was versteckt. Irgendwo ist sicher was versteckt. Wahrscheinlich wieder so ein... okay. So ein... Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Rarität. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Okay, noch 350 Meter nach vorne. Ja, da war jetzt gerade nichts zu finden. Auch nichts. Komm schon. Na gut, jetzt sind wir wieder hier. Ich würde sagen, ich gehe da kurz hin bis nach vorne. Aber dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure.
Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.